Hallo, du leidest an Verstopfung und bevor du dir Medikamente in den Kopf haust, mach bitte die folgenden 4 Übungen, weil die können dir helfen, deine Verdauung wieder anzuregen. Schau das Video auch unbedingt bis zum Schluss, weil am Ende gibt es nochmal einen Geheimtipp für einen optimalen Stuhlgang. Bevor wir mit den Übungen beginnen, solltest du natürlich auch mal deine Ernährungsweise kontrollieren. Also nimmst du genug Ballaststoffe zu dir? Ballaststoffe regen natürlich die Verdauung an. Ungefähr 30 Gramm Ballaststoff am Tag werden empfohlen. Dann zweitens, trinkst du ausreichend? Was ist natürlich ausreichend? Ausreichend haue ich jetzt einfach mal die Zahl 2 Liter an Wasser und ungesüßten Tees in den Raum. Über diese Zahl können wir gerne mal diskutieren in den Kommentaren. Und natürlich ein dritter Punkt, was du beachten solltest, ist deine Bewegung. Bewegst du dich oder hast du eine sitzende Tätigkeit, wo du viele Stunden am Tag einfach nur vor dem Rechner sitzt? Dieser Bewegungsmangel beeinflusst natürlich auch deine Verdauung mit. Also mehr Ballaststoffe, mehr trinken, wenn du bloß 1 Liter trinkst, beeinflusst das auch negativ die Verdauung und mehr Bewegung. Zusätzlich gern noch diese Übung, die wir jetzt gleich ausführen, mit einbauen und dann sollte deine Verdauung wieder optimal funktionieren. Die folgenden Übungen haben als erstes natürlich den Sinn, deine ganze Bauchmuskulatur, Rumpfmuskulatur zu aktivieren, zu durchbluten und dadurch natürlich auch deinen ganzen Magen-Darm-Trakt ein bisschen mehr zu durchbluten und natürlich auch deinen Darm ein bisschen zu massieren durch die Übungen, die wir machen. Also komm mit mir jetzt erstmal in den Vierfüßlerstand. Wir beginnen mit der ersten Übung. Die Hände kommen unter die Schulter, die Knie kommen unter die Hüfte. Du atmest einmal richtig tief ein, hebst das Brustbein, schiebst den Po nach hinten oben, gehst hier in so eine Hohlkreuzposition und mit dem Ausatmen ziehst du den Bauchnabel nach innen. Also einatmen, Rücken lang, ausatmen, Bauchnabel nach innen ziehen, den Rücken rund machen, Blick geht auch zum Bauchnabel und wieder ganz lang ins Hohlkreuz zurück. Also mach die Übung in deinem eigenen Atemrhythmus ein bisschen weiter. Du solltest ungefähr 10 bis 15 Wiederholungen davon ausführen und du kannst es natürlich auch gern mehrmals täglich machen. Also einmal täglich auf jeden Fall, zweimal täglich schon besser und optimal ist vielleicht dreimal täglich, bis deine Verdauung wieder optimal läuft. Also machen wir noch ein paar Wiederholungen gemeinsam. Ausatmen rund und einatmen lang und versuch ruhig mal mit dem Ausatmen immer weiter in den Katzenbuckel zu gehen. Die Hüfte noch mehr hier nach vorn schieben. Und dann natürlich mit dem Einatmen wieder lang. So, für die nächste Übung legst du dich jetzt einmal in der Bauchlage ab. Für die erste Variante stellst du die Zehenspitzen auf, ziehst den Bauchnabel leicht nach innen, nimmst die Hände hier nach außen, sodass die Handflächen am Boden liegen und dann mit der Einatmung kommst du nach oben, ne, bewusst hier den Druckpunkt auf den Bauch legen und mit dem Ausatmen wieder tief Bauchnabel nach innen ziehen. Einatmen, ne, tief in den Bauch auch einatmen und ausatmen, langsam wieder tief. So, wenn du ein bisschen fortgeschrittener bist und hier mehr geht, dann versuch mal die Füße lang zu machen und gleichzeitig Oberkörper, Arme und Beine anzuheben. Wie gesagt, wir wollen hier die ganze Rumpfmuskulatur aktivieren, durchbluten und natürlich auch ein bisschen Druck auf den Bauch ausüben, auf den ganzen Magen-Darm-Trakt ausüben, sodass ein bisschen massiert wird. Und hier machen wir auch noch 2 Wiederholungen. Und ein letzter. Und dann langsam lösen. Einmal kurz hier nach oben kommen, rumdrehen. Jetzt geht es in der Rückenlage weiter. Da machen wir das Ganze so, dass wir relativ entspannt in der Rückenlage liegen. Die Knie eng zusammennehmen, den Bauchnabel nach innen ziehen, die Lendenwirbelsäule bleibt liegen. Dann tief einatmen und mit dem nächsten Ausatmen mal ganz weit hier die Beine ranholen. Vielleicht so, dass sich die Lendenwirbelsäule ein bisschen vom Boden löst. Einatmen, wieder lösen. Ausatmen, Beine wieder richtig weit an den Bauch ziehen, Knie Richtung Brustkorb und wieder lösen. Das Ganze auch hier wieder 10 bis 15 Mal.
Na, du hast schon gemerkt, ich kürze hier das ganze im Video ein bisschen ab, so dass du ein paar Mal die Übung siehst, vielleicht mitmachst und dann danach das Ganze noch einmal wiederholst. So, vierte Übung. Du bleibst in dieser Position liegen, nimmst die Arme entweder zur Seite oder auf den Bauch, hältst die Bauchspannung und beginnst hier einfach mal mit dem Fahrrad vorn. Na, darauf achten, die Füße nur so weit nach vorn schieben, wie du die Lendenwirbelsäule am Boden halten kannst. Also nicht in übertriebenes Hohlkreuz kippen. Und dann fährst du hier gern mal eine Minute, vielleicht auch ein bisschen länger, so dass du merkst, hier der Bauch muss ordentlich arbeiten, es wird auch langsam ein bisschen wärmer. Und dann nach der Minute löst du das Ganze langsam wieder auf. Das waren vier Übungen in Bewegung. Dann brauchst du für die nächste Übung, die ohne Bewegung stattfindet, einfach nur eine Wärmflasche. Da gehst du wieder in die Rückenlage oder kannst das Ganze auch im Sitzen ausführen, sodass du die Flasche auf den Bauch legst, dir ein bisschen was drum bindest, dass leichter Druck ausgeübt wird. Und wenn du jetzt hier das Ganze in der Rückenlage machst, leg die schöne warme Flasche auf deinen Bauch, gern die Hände mit drauf. Das Kinn ziehst du ein bisschen Richtung Kehlkopf, die Halswirbelsäule gestreckt bleibt, dass du nicht hier mit so einem überstreckten Nacken da liegst. Und dann leg wirklich die Hände mit drauf, gib ein bisschen Druck. Also entweder reicht das Eigengewicht der Hände der Arme aus oder du drückst noch mal so ein bisschen nach. Und dann versuch jetzt mal mit der Einatmung durch die Nase gegen die Flasche zu atmen. Also richtig fest dagegen drücken und mit dem Ausatmen durch den Mund entspannen und mal spüren, wie die Wärmflasche jetzt Richtung Bauch einsinkt, wie sie nach innen zieht, du behältst diesen Druck bei und dann wieder tief einatmen, fest tief in den Bauch einatmen, gegen die Flasche drücken, Spannung halten und ausatmen, wieder entspannen. Tief ein und aus. Und immer wieder in den Bauch einatmen, also diese Zwerchfellatmung, so dass sich dein Zwerchfell immer wieder absenkt, leicht gegen die Bauchorgane drückt. Und dann wieder auch entspannt mit dem Ausatmen, ne, so dass du wirklich eigenständig die Verdauung mit der Atmung anregst. Wie gesagt, das geht auch im Sitzen und natürlich immer mit Wärme. Also bitte keine kalte Flasche auf den Bauch legen, sondern wirklich schön warm. So, und dann natürlich langsam wieder lösen und nach oben kommen. Und wie versprochen, gibt es jetzt natürlich noch den Geheimtrick zum Schluss. Und zwar geht es um die Sitzposition beim Stuhlgang. Du kennst ja sicherlich die Sitzposition, wenn so Eingeborene ums Feuer sitzen, wenn man so eine Reportage im Fernsehen anguckt. Wir haben meistens diese tiefe Hockeposition. Und die hatten wir früher auch, wo es noch keine Toiletten gab, um unseren Stuhlgang zu verrichten. Also von der Seite betrachtet hattest du ungefähr so ein 35-Grad-Winkel in der Hüfte und wir sitzen jetzt meistens in einem 90-Grad-Winkel auf der Toilette. Das erhöht natürlich den Druck, den wir ausüben müssen, um den Darm zu entleeren. Dafür gibt es aber sogenannte Toilettenhocker, die würde ich dir auch empfehlen, sodass du ohne großen Druck auszuüben deinen Darm entleeren kannst. Ich verlinke dir so einen Toilettenhocker mit in der Beschreibung unten und wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, schreib mir gern in die Kommentare dein Feedback dazu. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, wenn du die Glocke abonnierst. Und an meine Paypaller vielen, vielen lieben Dank für die Wertschätzung, die letzten Tage eingegangen ist. Also, tschüss und bis bald.